Moin, in der letzten Folge haben die beiden ihren letzten Job vom Aztec-Dude bekommen und schon mal ein bisschen angefangen, sich im Büro einzuleben. Und das letzte war so ungefähr, wen sie als erstes Hardcore überwachen wollen, alles über ihn nachgucken wollen, denn sie haben ja die Mittel, richtig fiese Ficker zu sein. Viel Spaß und bleibt geil. Also, was wollt ihr jetzt stalken? Alles. Okay. Und was wollt ihr zuerst stalken? Erstmal nur ganz grob einen Überblick über die Mitarbeiter verschaffen und quasi jemanden, also erstmal die Leute rauspicken, die entweder erkennbar bestechlich sein könnten, beziehungsweise irgendwelche Schwierigkeiten haben, beispielsweise irgendwie Geldsorgen oder irgendwas anderes, was sie zu potenziellen Zielen einer Bestechung oder Korruption machen könnte. Du willst also die Finanzdaten überprüfen. Ja, oder halt irgendwie sowas, ja, erstmal. Dann macht er mir mal einen Computer in Gesundheitsdaten. Tischen. Bedenkt, das sind 22 Dudes. Ihr schafft an einem Tag sowieso erstmal nur eins, ne? Wollt ihr euch irgendwie reinteilen? Das wäre klug. Wie denn? Naja, wir können ja über die Marke bestimmt miteinander kommunizieren, oder? Oder wir können auch einfach. Nein, wir können auch einfach uns Zahlen zurufen. Wir sitzen nebeneinander. Ja, das könnt ihr alles machen. Wir könnten kurz miteinander reden. So ist das nicht. Die meisten hören eh über die AR noch Mucke, ne? Ja, einer fängt unten an, einer fängt oben an und dann treffen wir uns in der Mitte. Gut. Ich dachte, irgendjemand findet raus, dass es mehr Männer gibt und sagt dann, ich nehme die Frauen! Das wäre ja unfair. Deswegen dachte ich Eben, das wir ja. sind ja ein Team. Na gut. Also, finanziell, Computer in Tischen. Ist das Datensuche oder? Für mich ist das jetzt Datensuche. Das finde ich gut. Solange wir nicht WoD spielen. Das ist gut. Ich bin nämlich, habe nämlich Computer auf Datensuche spezialisiert. Ich habe vier Erfolge. Du hast ja eher so einen Erfolg, der Lina. Also habt ihr 2,5 Erfolge. Also, da Delhi oben anfängt, also Kaban oben anfängt, wird er irgendwann über Stojan Prahil stolpern. Das ist Nummer 11, der die roten Zahlen groß schreibt, sag ich mal. Nachdem man sich da versucht, ein bisschen durchzuwühlen und es irgendwann aufgibt, wird Jojo ihn aber nach einer längeren Zeit mit Ruslan in Verbindung bringen. So ein Gangstertyp aus Sokol, bei dem er wohl ordentlich Schulden angesammelt hat. Den kenne ich. Nicht persönlich, aber ja. Russland? Ah ja, stimmt. Nee, Russland. Stimmt. Ah ja, Entschuldigung, ich habe ihn gerade mit Brood verwechselt. Ja. Brute ist der beste Mann. Außerdem macht er keine Schulden, der macht nur Noten. Gibt keinen Sinn, Brute aber ist. okay. Brute ist halt der Typ, der mit Mushis handelt. Das stimmt. Der Der ist ist auf die jeden Fall der Beste von Einzige, Moskau. der ordentlich Schulden hat. Die anderen kommen mehr oder weniger gut durch. Die sind nicht, ich meine, jeder von denen würde sich über ein bisschen mehr Monet aus der Tasche freuen, gerade die, die irgendwie noch Kinder haben. Oder irgendwelche anderen Shit. Weiber, Hunde, Katzen, Kratzbaum ist nicht billig und so ein Gedöns, aber der hat auf jeden Fall ordentlich Schulden. Des Weiteren werdet ihr nach einer ganzen Weile noch sehen, dass Octavia Rekolov Nummer 6. Der Zwerchen. Relativ schnell, ich meine, die ist ein Jahr dabei, aber die ist von eurer Gehaltsklasse D bis zu A aufgestiegen. Die verdient damit recht ordentlich. Und es ist sogar innerhalb der ersten 3 Monate hat die sich ordentlich hochgearbeitet. Hochgeschlafen, also.
Möglich. Wenn man in ihr teigiges Gesicht und ihre, wenn man die Dings, wie heißen die Scheiße gleich, Alter, wenn man ihre Kontergan-ähnlichen Stummelarme anguckt. Für alles gibt's einen Fetisch. Ist das möglich, aber sie ist nicht das, was man als Schönheit bezeichnet, auch nicht für Zwerge. Ich weiß, dass der Zwergenfetischmarkt bestimmt nicht klein sein wird, aber sie entspricht auch dort nicht dem Ideal. Es gibt bestimmt auch einen Fetisch für Kontergan-Kinder. Nichtsdestoweniger wird Jojo bei den beiden anfangen, auch mal irgendwelche privaten Sachen durchzugucken, wenn sie daran kommt. Gerade bei Octavia, vielleicht A, ob sie irgendwie aus irgendeinem Grund besonders sich hervorgetan hat in irgendeinem Bereich. Also irgendwas, was ein Grund sein könnte, was diesen Aufstieg erklärt. Mhm. Ich meine, bei der Arbeit, die ihr dort tut, kann man sich nicht hervortun. Kann man eigentlich. Geht einfach nicht, ne? Du kannst dort nicht Granaten tanken, um geil zu sein. Das mag sein, aber es kann ja sein. Warte, ich bin ich fertig? Hör mal die Schnauze jetzt! Nö. Okay, also. Das heißt, das andere, was hier ist, verlässliche Arbeit. Die macht dort aber halt jeder, sonst fliegt er raus. So, okay. Jetzt ist es halt so, dass... ja, 4 Erfolge. Macht noch mal bitte eine Teamwork-Probe auf nur Logik. Zu würfle Kabern und ich werde deine Erfolge an mich nehmen. Jawohl. Nimm er dieses einen Erfolg in Seeler Zukunft. Ich mache 2 daraus. Na gut. Es ist also so, dass ihr erstmal bei einer sehr langen, das dauert den ganzen beschissenen Tag jetzt, ne? Wie dort die Gelder verteilt werden, ist ja relativ klar. Aber der Chef, der kriegt sein Gehalt plus ein bisschen Provision. Je nachdem, ob er quasi die Firma davor schützen kann, irgendwelche Vertragsstrafen und so einen Kack zu bezahlen. Denn das ist das, was sie dort am meisten beheben. Und wenn er sehr kurzfristig noch irgendwie Aufgaben also Aufträge verteilen kann. Das ist ja hauptsächlich dort, dass ihr ein Bindeglied seid. Glied gesagt. So. Und sie hat aus sehr negativ scheinenden Dingen, Zwischenfällen, wie zum Beispiel einfach Dollars aus umgekippt, weil der Typ völlig besoffen, was für ein Depp, in Straßengraben gefahren ist und das ganze schöne Zeug ist hinten rausgelaufen, Alter. Aus solchen Verzögerungen hat sie wie ein Wunder noch positive Geschäfte gemacht, von denen auch nicht zuletzt der Chef gut profitierte. Wenn man dann weiter recherchiert, was ihr ja offenbar getan habt den ganzen beschissenen Tag, nicht alle dieser Zwischenfälle sind nachzuvollziehen. Manche sind sowieso nicht nachzuvollziehen, aber gerade irgendwelche Unfälle, die irgendwo verzeichnet sein müssten, sind so nicht unbedingt. Also findet man jetzt nichts drüber. Also die Frage, wie sie das gemacht hat, da noch irgendwas Positives draus zu machen, lässt sich das nachvollziehen? Was sie da gemacht hat? Hat sie da einfach den Bericht anders gestaltet? Oder wie genau ging das vonstatten? Oder, weil ich nämlich jetzt gerade, ehrlich gesagt, an einen Matrix-Jockey denke. Und, nein. Okay. Es ist einfach so, dass manche dieser Zwischenfälle, die eine schnelle und sinnvolle sowie effiziente und hervorragende Bearbeitung brauchten, einfach nicht so passiert sind. Der Typ ist gar nicht irgendwo reingefahren. Das stimmt einfach nicht. Aber es wurde ihnen offenbar so gemeldet und sie hat das dann ordentlich bearbeitet und der Chef hat ordentlich Provision bekommen. Okay. Besser gesagt wurde das der Verzeihzentrale so gemeldet und sie haben dann das angenommen.
du meinst also, nur damit ich das jetzt nachvollziehen kann, da ist quasi ein Unfall gewesen, der gar kein Unfall war, sondern nur als Unfall gemeldet wurde. Die Firma konnte aber trotzdem am Ende verzeichnen, dass sie es hingekriegt haben, dass da irgendwie die Ware doch noch angekommen ist oder irgendwas anderes. Und lass mich dir das, kriegt der Chef Provision, weil sonst verstehe ich nicht, wie sie das gemacht haben soll. Lass mich dir das skizzieren. Pass auf, Folgendes ist zum Beispiel, andere Fälle sind aufgetaucht, aber zum Beispiel passiert. Irgend so ein hässlicher Partyveranstalter bestellt 4 Tonnen Shampoos. So. Und Nutri-Farms sagt, ja klar, kriegst du. Ganz zufällig am Tag vorher fährt der Scheißlaster los und fährt dann angeblich in den Straßengraben. Der Unfall ist so nirgendwo verzeichnet. So. Das heißt, da geht die Meldung vom Fahrer ein, bei der Zentrale. Leute, vielleicht war ich ja minimal nicht betrunken, aber 4 Tonnen Shampoos sind jetzt im Straßengraben. Die sagen, Kacke. Ihr macht da Logistik als eine von vielen Abteilungen, die das machen. Könnt ihr irgendwo anders noch her was beschaffen? Ihr habt den Überblick über all unsere Fertigungsanlagen, über all unsere Transportlager und was weiß ich. Findet mal irgendwas, dass der Kunde die Scheiße noch rechtzeitig kriegt. Sie, Octavia, findet was. Wo, nämlich den LKW, der nicht in den Straßengraben gefahren ist. Das wäre ziemlich blöd aufzuschreiben, aber wäre anzunehmen, ne? Und der Kunde ist zufrieden, er hat ja nie was mitbekommen, dass es fast schief gegangen wäre. Die Zentrale sagt, boah, wie ihr das wieder gemacht habt, ihr seid tausend Sasser, seid ihr. Toll, Chef, du kriegst Provision. Der sagt, Mensch, du bist das, toll, dass du das gemacht hast. Du wieder, Mensch, besser als jeder andere. Wisse eine Beförderung, du kleine Hure. Das war doch genau das Szenario, was ich vorhin beschrieb. Aber danke für die weitreichende Erklärung. Naja, ich war mir nicht sicher. Ich hab doch gesagt, ich denke nicht mit. Okay, so. Das ist schon mal Nummer 1. Oh, definitiv. Gott, wir werden so viel Schmutz aufdecken. Gegen Ende eures ersten Arbeitstages, wo Deli ja nur noch eine Stunde Pause zur Verfügung hat. Nein, also ich wollte zwischendurch die Pause nochmal wieder anmachen. Ja. Dann rübergehen zu der Nummer 3. Ja. Miss Gladitschk. Ja. Miss Gladitschk. Ich habe, glaube ich, gerade vergessen, meine Pause zu deaktivieren. Kann ich das irgendwie regeln? Sie sind mir einer. Mensch, das ist das Einzige, worauf Sie doch achten müssen. Kommen Sie mal her. Also, wie viel haben Sie denn? Ich habe eine halbe Stunde aus Versehen. Ich habe nur meinen Comlink weggebracht, wie Sie es gesagt haben. Ja, halt das. Wie viel haben Sie denn wirklich versaubeutelt? Vielleicht 5 Minuten? Ja, wie also, 5 Minuten? Also, ich habe nur 5 Minuten nicht gearbeitet und den Rest habe ich gearbeitet. Ja, schon klar. Aber jetzt mal im Ernst. Sehen Sie, was ich alles gemacht habe? Ja, sicher, aber jetzt mal im Ernst. Das kann ich gar nicht angucken. Aber mal im Ernst, wie viel war es denn? 15 Minuten, 10 Minuten? 25? Ja, 20 Minuten, okay. Nehmen Sie sich irgendwann 10 Minuten länger Pause und den Rest haben Sie jetzt einfach Pech gehabt. Das kann ich einfach so machen. Machen Sie es halt nicht so auffällig. Okay, danke. Mensch, die Nein. Dann trotte ich zurück. Die ist viel zu gut für so einen Laden. Das heißt also, sie hat etwas zu verbergen oder aber sie haut den ganzen Laden dort. Das ist die liebe Tante, die hält den Laden zusammen. Oder die größte Scheißkuh, das kann auch sein. Mhm. So, verhandelt ja. Arbeit mit der Mitarbeiter. So. Jojo ist sehr viel damit beschäftigt, in das Leben anderer zu tauchen. Aber selbstverständlich wird auch die irgendwann mal keinen Bock mehr haben. Die wird auch die ganze Zeit nebenbei in irgendwas rumspielen. Irgendwas wird die schon haben, womit die rumspielen kann. Wenn nicht, dann holst du sich was.
Sonst wird die ja wahnsinnig. Neben dir sitzt ja der Dienstälteste, ne? Echt? Ja. Okay. Die Zahlen sind schon, die sind schon richtig so. Der wird sich irgendwann mal zurückrutschen und zu dir rüberblicken. Sag mal! Wie sieht denn das aus? Kannst du eigentlich auch mal eine Runde stillhalten oder so? Ha? Was? Ob du auch mal stillhalten kannst oder so? Entschuldigung. Ich weiß schon, erst aber jetzt dachte ich mal ein bisschen aufgeregt. Ich weiß noch, wie das bei mir war. 42 Jahre ist her. Aber ein bisschen zusammenreisen mit eisernem Will jeder so. Er streckt die Hand in die Tasche seines Hemdes und holt ein Karamellbonbon raus. Jo, das hilft mir, um mich zu beruhigen. Danke. Gut. Dann rutscht er wieder ran. Dann spielt sie jetzt mit dem Karamellbonbon. Du wirst es also zufällig knistern lassen. Nein, sie will nicht, die will nicht, dass es knistert. Sie das ist will ein Karamellbonbon. Das stimmt. Das ist so, das ist so ein wertes Original. Sie will sich dann irgendwas nehmen, was nicht klappert. Wie langweilig. Na gut. Schön. Wenn du keinen Bock mehr hast, ne? Steht sie auch irgendwann auf und macht Pause. Und zwar im Pausenraum. Muss man sich da Kaffee mitbringen wahrscheinlich, ne? Dort gibt's eine Kaffeemaschine. Ja, aber ich tue nochmal Amphetamine ins Kaffee. Und? Außerdem nicht alle. Manche tun auch zum Beispiel Antidepressiva rein. Oder nur Methylphenidate. Es sind im Wesentlichen Amphetamine. Willst du etwa sagen, wir stopfen alle Kinder mit ADS mit Amphetaminen voll? Ja, mit einem Amphetaminderivat. Oh, das klingt aber vernünftig. Gut, du gehst dahin, du musst dir dort keinen Kaffee nehmen. Mach ich aber trotzdem. Gut, du wirst keine Nebenerscheinung irgendeiner Sorte haben. Vielleicht tun sie tatsächlich nichts rein. Vielleicht ist es auch einfach eine sehr geringe Dosis. Aber... Scheißladen, die hauen nicht mal Drogen in den Kaffee. Vielleicht sind es auch andere Drogen. Hier fühle ich mich andere Drogen. Auf dich kommt irgendwann Dina Kaskova zu. Es scheint, als hätte sie gelauert, bis du pausierst. Aha. Guten Tag, Sie sind die Neue, ne? Hi, ja. Und wie gefällt's Ihnen so? Ich glaube, so genau kann ich das jetzt nicht sagen. Haben Sie schon gut eingelebt, ja? Ja, soweit wie es geht. Schön, schön, schön. Gucken Sie mal hier, das ist mein Jüngster. Das ist der Aaron. Dem geht's zurzeit so schlecht. Ich sag Ihnen, der hat so einen ganz schlimmen Auswurf. Das tut mir immer so leid, wenn ich das sehe. Boah, das kleine Ding und dann hustet das immer. Und dann so richtig schmerzhafter Schleim gerade nachts. Haben Sie denn Kinder? Nein. Sind ja auch noch ganz schön jung, aber ich sag Ihnen, das Schlimmste auf der Welt, das zu sehen, einfach, und dann der andere, der ist ja 5 Jahre älter, boah, dem geht's auch häufig, der hat immer Grippe ständig und auch ganz schlimme so, der hat ja hat ja immer Anfälle, dann zittert der, das ist richtig, richtig schlimm. Ich kann Ihnen sagen, als Mutter, da hat man's nicht leicht manchmal. Ich hab ja auch alle Babysitter Moskaus, habe ich das Gefühl, habe ich schon durch, die ich mir leisten kann, aber die Hälfte klaut und die andere Hälfte, die ist irgendwie auch nicht... Die eine, und verstehen Sie sich denn gut mit den anderen hier? So viel bin ich noch gar nicht dazu gekommen, irgendwie Kontakte zu schließen. Wie viel Geld bekommen Sie denn? Im Arbeitsvertrag steht, dass ich darüber nicht sprechen darf. Was haben Sie denn für einen Arbeitsvertrag? Offensichtlich... Keine Ahnung, aber es stand drin. Welche Klasse sind Sie? Wieso ist das wichtig für Sie? Ich dachte, ich mache einfach mal ein bisschen Konversation.
Naja, aber dann hätten sie mich fragen können, wie ich heiße oder wo ich wohne oder... Ja, das sehe ich doch hier. Oder womit ich so meine Freizeit verbringe. Ja, Elina, was, ich dachte, mach mal ein bisschen Konversation. Ja, sicher. Und was machen Sie jetzt so in der Freizeit? Naja, meistens bin ich, also wenn ich dann mal Zeit habe, irgendwie im mal Inlineskaten oder sowas, aber naja, oder halt mal mit ein paar Freunden unterwegs. Mit meinem Ältesten war ich ja ganz oft Eisschuhlaufen, aber der hat dann immer so schlimmes Nasenbluten bekommen, furchtbar. Den musste ich einmal direkt ins Krankenhaus bringen, weil der so viel... Ich sag Ihnen, das war richtig scheußlich. Dir, Entschuldigung. Das war bestimmt... Für den Kleinen nicht besonders angenehm. Ja, war furchtbar für mich, dann da zu sitzen im Krankenhaus und dann das mitzuerleben auch. Und die Ärzte wussten auch gar nicht, was sie da machen sollten. Dann hatte ich natürlich nicht die beste Versicherung hier. Eine bessere als sie jetzt, aber nicht die beste. Und da ging das auch alles nicht so zügig. Ich habe mich furchtbar gefühlt. Und was ist mit ihrem Kind? Ja, dir auch. Furchtbar. Das ist dann, irgendwann haben sie ihm was gegeben oder gespritzt oder es ist weggegangen. Das muss damals die Aufregung gewesen. Er ist auch häufig so, er hat auch so viele Leiden. Kein Wunder, dass er so aufgeregt ist. Bestimmt. Oh, ich muss dann auch mal wieder. Lassen Sie sich den Kaffee noch schmecken, ja? Ja, danke. Ja? Alter. Sie scheint immer noch auf Bestätigung zu warten. Von Jojo kam doch gerade, ja, danke. Ja, und sie hat nochmal ja gesagt. Dann wird sie freundlich lächeln. Sie scheint 2 Millimeter davor zu sein, die an die Backen kneifen zu wollen und dann verzieht sie sich auf ihrem Arbeitsplatz. Jojo schaut ihr kopfschüttelnd nach. Niemand macht in meinem Laden Pause, du Hure. Schön. Sie wird noch ein Weilchen da sitzen, zumindest den Kaffee austrinken. Hier die Einweisungstante, weil du wirst dir ja bestimmt eine Position suchen, dass du zumindest ein bisschen was sehen kannst. Aber selbstverständlich. So eine Position gibt es natürlich leider nicht, weil du zu klein bist. Tja, hab mir gehört. Schade. Dann steht sie irgendwann auf und geht zurück. Oh, sehr gut, du kommst ja direkt an der Nina vorbei. Sie wird also dann nochmal quasi zu dir rüberblicken. Und hat's geschmeckt? Ja, danke. Ja? Wie schön das auch sofort automatisiert wurde, ne? Ja. Dann kannst du dich auch hinsetzen. Ja? Das tut sie dann auch. Und ja... führt ihre Mission dann erstmal fort. Ja, jetzt ist er noch beschäftigt bis zum Abend halt mit dem einen Ding, ne? Ja. Chef geht pünktlich 18 Uhr nach Hause. Der scheint andere Arbeitszeiten zu haben. Nein. Er könnte seinen Arbeitsvertrag einsehen, hat er nicht. Cool. Läuft. Aber er hat doch offenbar jemand, der für ihn die Sachen macht. Stimmt. Ja, Jojo beobachtet das erstmal nur. Oh Mann. Also wenn der dann aus der Tür raus ist, wird Nummer 22, der Dienstälteste, nach hinten rutschen. Tja, und wenn der Chef nicht zu Hause ist,
dann tanzende Mäuschen auf dem Tisch, nicht wahr? Dann würde er aus seiner Schreibtischschublade erstmal ein kleines Schnäpschen hervorholen, 0,33 Goldkrone, sich ein Becherchen eingießen. Wird vier andere Becherchen hinstellen, da kommen vier andere, die sie ihren abholen und die sich wieder hinsetzen. Er wird euch beide angucken. Na, wollt ihr auch einen Schluck? Quasi Feierstunde für den Arbeitstag. Schlückchen in Ehren kann keiner verwehren, nicht wahr? Das denke ich doch. Dann würde er dir auch nochmal einen bereit machen. Jawohl, trinke ich dann gemütlich. Das du erklärt auch. Das erklärt auch die Fahne. Ah, perfekt. Im Augenblick nicht, danke. Naja, du siehst doch nicht aus wie so eine Jolt-Krone Trinkerin, aber ja, hast du vielleicht noch ein Karamellbonbon. Danke. Gut, ein bisschen müssen wir noch, aber dann wird so langsam Zeit, dir mal der Sache in den Rücken zu kehren. Mhm. Dann wird er sich wieder ranmachen. Die Leute wirken jetzt deutlich entspannter, gelöster. Sie nehmen sich manchmal etwas Zeit, um zurückzurutschen und sich den Nacken zu massieren oder massieren zu lassen, ein paar Pläuschen zu halten, aber es wird generell noch ein wenig gearbeitet. Ja, ich sag mal, Jojo wird das ähnlich halten, insofern, als dass sie aber die Zeit dann eher mal nutzt, um irgendwie einen kleinen Überblick darüber zu kriegen, welche Büroklüngel jetzt hier so sind. Büroklüngel, das ist ja unfreundlich. Naja, wer so hier mit wem und so überhaupt. Genau, wer kann mit wem und wer kann mit wem nicht. Das kriegt man dann ja. Das ist ein Prozess, der sich noch über die nächsten Tage, das muss man nicht jetzt machen. Also du fängst damit an, das habe ich verstanden, okay. Was kann ich euch sagen. Niemand. Niemand mag Nina. Nina steht gern zwischendurch jetzt auf und erzählt den Leuten, wie schlecht es ihrem Ältesten oder ihrem Jüngsten geht. Ja, ja. Und das alles ohne Vater. Wie die das schafft, ganz toll. Siehste, Jojo hat vorhin schon sich verkniffen zu sagen, haben sie es schon mal mit aktiver Sterbehilfe probiert? Kenn mich da aus. In der Tat ist es ja so. Die Leute, die dort länger arbeiten und oder einfach Leute sind, die das begreifen, sagen dir irgendwann, ja Nina, du hast es wirklich nicht leicht. Das ist toll, wie du das alles hinkriegst. Dann wird sie nämlich auch gehen. Ha, das ist die Geheimwaffe. Nicht wahr? Scheiße, ich habe euch schon jetzt gesagt am ersten Tag, wie er meinen Hauptendgegner kontert. So ein Ärgernis. Da merkt man, wie unfähig gerade du bist. Afka? So. Machen wir jetzt ein bisschen Sharon-Wettrüsten. Jetzt haben die plötzlich alle eine Panzerweste. So, was machst du denn jetzt? Da ich keine Knifte dabei habe, noch nicht. Feuer legen. Nicht viel. Oder Strom benutzen. Jo, die haben alle Conductivity-Shit. Non-Conductivity. Dann ersäuf ich sie halt. Was machst du mit denen? Ich ersäufe sie. Achso, na, die haben in alle internen Bier. Bier werden. Ihr fangt an, da die Sachen zu beobachten und ihr werdet sicherlich noch fast bis zum Ende da bleiben, denn manche bleiben bis fast zum Ende da und ihr wollt ja nicht gleich negativ auffallen. Um Gottes Willen, nein. Ich möchte quasi am Ende des Arbeitstags 5 Minuten meiner Pause überhaben. Oh, der feine Herr. Will 20:55 ja, ja. gehen. Nee, ich habe einfach nur keine Pause genommen. Ach so ist das. Ja. Yeah. Na gut. Ich muss ja quasi, das hat mir ja gesagt, ich muss ja irgendwie 5 Minuten mal länger machen, nehmen oder so. Naja. Mhm. Ich bin ja eine fleißige Arbeitsbiene. Ja. Der ganze Laden nicht aus, als wenn er wirklich mit straffer Hand geschürt würde. Das ist, beziehungsweise halt nicht sehr neulich effektiv wäre. In sich. Nee. Kann man auch einfach dicht machen und neu aufziehen mit 3 vernünftigen Menschen. Naja, nimm mal 5 und 2 Agenten, die ein bisschen was taugen. Wenn es mit Agenten getan wäre, bräuchte man Leute wie euch nicht, die Fehler der Agenten ausbessern, ne?
Ja, aber dann programmierst du einen Agenten auf die Fehler der anderen Agenten und dann hast du schon. Ja, das Ding ist tatsächlich, dass dort Leute, die nicht so erbärmlich sind wie ihr, ja auch Kundengespräche führen und so ein Shit. Und das sind zum Teil Sachen, wo Agenten das nicht machen können, weil Agenten zu eindimensional denken. Okay. Auch einfach, wo kann man jetzt noch was abziehen? Kann man eine Fracht umliefern, die nicht so hoch in der Priorität ist und den einen Kunden verprellen, um den anderen zufriedenzustellen? Und da wird der Agent dann halt rechnen mit, wo ist die größere Vertragsstrafe? Dort schicken wir jetzt das Zeug hin. Aber die Menschen können halt mit einbeziehen, wie lange ist der Kunde? Ist das ein AAA oder ist das vielleicht irgend so eine Wurstheinrichbude? Nee, da ist schon ein Mensch nicht schlecht. Klar kann der effizienter geführt werden, aber es ist verdammt nochmal ein Büro. Natürlich ist das Ding nicht hundertprozentig effizient. Ich meine, wie viel Prozent der Zeit ist am heutigen Arbeitsplatz YouTube oder ja, eigentlich YouTube? Ich glaube 20, ne? Es kommt drauf an, ob YouTube überhaupt erlaubt ist. Also Ja, aber ich bei mir glaube ist es zum irgendwo. Beispiel erlaubt und YouTube ist bei mir eigentlich nie an. Also Ja, nahezu nicht. richtig, aber irgendwo mal, ich glaube Großbritannien war eine Studie, dass die Büros, die das erlaubt hatten, dass irgendwie 20% der Arbeitszeit der Shit war. Und Ja, damit also meine ich ich habe das nicht auch, neben also Musik zum Arbeiten, sondern. ja, es ist bei mir war auch, wenn wir mal ne, Kopf ausschalten, etc. irgendwas, dann wird ganz schnell mal gebrowst. Also auf Ja. ne, WhatsApp oder, wäre das standardmäßig hier, aber auch Facebook oder Pornhub. welche. Ne? Das habe ich in unserer Firma noch nicht erlebt. Weil du Ja, immer aber ein Auge so. zugedrückt hast. Nee, aber das ist halt so, das ist ganz normal quasi, dass man, wenn man aus, also früher ist man halt aufgestanden und hat irgendwie etwas anderes gemacht. Heute eben kurz einmal check, 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 dann macht man weiter. Na klar. Das ist halt nur, Ich habe auch nichts dagegen gesagt. weil 20% ist schon ziemlich hart. Ja, Viel. Großbritannien, wie ist etwa dieses Brexit lange irgendwie? Also ich meine, das kann man ja nicht ganz ernst nehmen. Die sind nicht Europäer. Stimmt, ich komme hier von der Lappen. Insel. Schön, so konnt ihr euren ersten Arbeitstag und mit etwas dünnerem Bauch als zuvor abschließen. Ja. Sehr gut. Von den Wachmännern haben wir keine gesehen, oder? Die sind nicht auf dem Stockwerk. Was hatte ich da? Alle 10? Alle 10 sind die ja nur. Du wirst unten im Eingangsbereich standen ein paar, doch, klar. Gesehen hast du welche. Das sind ganz normale Jaguars. Die Ja, checken, die checken. der untere Bereich davon. Also die sind nicht auf der Einschüchterungsschiene, sondern die sind halt nicht sonderlich gut ausgebildet, aber dafür verschrecken sie nicht jeden und machen nicht jeden schon psychisch tot. Es gibt keine Kontrollen zusätzlich, die du erlebt hast, als du unten reinkamst. Das ist schön. Wollen wir gleich schon mit Tag 2 anfangen, Dinge noch umzubringen, die so aussehen könnten wie Waffen? Nein. Warum sollten wir? Sicherheit testen. Ja, aber doch nicht jetzt schon. Das kann man dann irgendwann machen, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen uns jetzt enttarnen, aber das möchte ich eigentlich nicht jetzt tun. Punkt. Vor allem nicht am zweiten Tag. Ich bin die Vorarbeiterin da ein bisschen strange. Und ja, das stimmt, aber also sowas, weißt du, kann man da Waffen hochbringen oder sowas. So ein Tester kann der Typ ja selber einschleusen, da braucht er uns nicht für. Ich glaube, bei uns, es geht jetzt eher tatsächlich darum zu gucken, wie würden wir jetzt vorgehen, wenn wir in dieses Gebäude rein wollen und was würden wir uns da besorgen wollen. Naja, der wichtige Punkt scheint mir ja wirklich dieser Hub zu sein. Dieser Node. Wenn man da irgendwas anschließen kann, kein Problem. Dann kriegt man was hin. Und der ist relativ exponiert an den Fahrstühlen, da wo jeder dran vorbeigeht. Das heißt also, wenn man Na. die Kamera irgendwie
Was wir mal gucken können, ist, ob wir Zugriff auf die... Wir können, haben ja irgendwie so halb Zugriff auf die Kamerafeeds, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und auf die Speicherung. Okay. Also auf die Daten. Siehst du, dann, das ist was, was man morgen mal in Angriff nehmen kann, da mal ein bisschen zu gucken, wie das aussieht, was da wie im Blick behalten werden kann und was nicht und so weiter. Weißt du, mal so im Schnelldurchlauf. Mhm. Einfach um mal auch mal zu gucken. Ich denke, was vielleicht auch geht, ist hier Kommunikation zwischen Mitarbeitern. Vielleicht funktioniert sowas auch irgendwie, wenn die im Haussystem sind. Vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass sie da kommunizieren miteinander. Die gibt's also offiziell in einem Arbeitssession-Umfeld gibt's ja auf jeden Fall, ne? Mhm. Innerhalb des Büros und jeder dort hat natürlich, kann dort die IT und sowas benachrichtigen und so ein Shit. Nee, es geht eher darum, dass die Leute miteinander, also Nummer 1 mit Nummer 9, was weiß ich, chatten oder sowas, so kleinere Chatprogramme oder irgendwie sowas in der Art. Also, arbeitstechnisch ist es auf jeden Fall integriert, weil die sich zum Teil absprechen müssen, um manche Sachen zu regeln und da die euch gezeigt hat, wie ihr in die normale Matrix kommt, naja, wir haben Zugriff auf die normale Matrix. Gut, dann wird das nächste sein, zum einen die Kamerafeeds im Blick zu behalten. Also ich denke, einer von uns sollte sich so ein bisschen mit den Kamerafeeds beschäftigen, um irgendwelche regelmäßig oder Unregelmäßigkeiten vielleicht aufzudecken. Und einer... Das mache ich. Okay, dann gucke ich mir die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern an. Gegebenenfalls, wenn es wird ja, glaube ich, aufgezeichnet, die über die Matrix geführt wird und die geschäftlich geführt wird. Möchtest du eventuell Airfrit-Kameras oder sowas mitnehmen? Das wäre das noch ein bisschen weiter. Oder mehr Airfrit-Mikrofone? Das wäre quasi jede Box verwanzen. Auf jeden Fall so ein kleines Kamerading in die Boxen, ja. Wenn die Leute weg sind, lässt sich das gut machen. Dann müssen wir es nur irgendwie so drehen, dass die Kameras das nicht sehen, was wir da tun. Entschuldigung. Aber es lässt sich bestimmt irgendwie machen. Mikrofone wird sich fast nicht lohnen, denn es wird dort eigentlich fast nie gesprochen, außer wenn man direkt nebeneinander sitzt, so wie der Alte halt, weil die meisten Sachen laufen halt über, ne, Subvokaldings ab oder direkt über Thron. Weil auch die Kundengespräche wird dort halt nicht dumm rumgelabert, sondern direkt aus dem Kopf ins Netz. Okay, dann aber zumindest Kameras vielleicht. So kleine Knopfkameras irgendwie für die einzelnen Parzellen. Gut. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Sicherheitslücke, dass die einen Insider drin haben können, der die ganze Zeit redet mit denen. So. Ja, mal gucken, also sowas rauszukriegen, dauert ja immer ein kleines bisschen, aber ja. Ihr nehmt euch also Minikameras mit. Ja. Ihr habt ja die vor, die Parzellen zu kriegen. Na, zum einen abends, wenn die meisten weg sind. Richtig. Ihr seid nie die Letzten, die gehen, ne? Das stimmt. Wer ist denn die Letzte? Octavia. Naja, aber die guckt ja auch nicht immer. Ja, aber es fällt auf, wenn du dort im Raum rumspeist. Es sind auch noch ein paar andere, die da immer wieder andere, aber die tatsächlich noch ein bisschen nicht die geringste Arbeitszeit im Monat haben wollen. Octavia ist die Letzte? Natürlich ist sie die Letzte. Okay, was ich aber denke, ist zum einen, man muss ja auch nicht sofort alles platzieren, sondern wenn sich halt gerade mal eine Gelegenheit ergibt, eine bestimmte Parzelle in irgendeiner Form zu verdingsen, dann macht man das halt mal kurz, weil es vielleicht wirklich schon ein bisschen spät ist oder Mittagspause, die Person ist nicht da, bückt sich kurz, möchte sich den Schuh zubinden, beim Aufstehen machst du einmal Pop an die Wand und dann ist Ende. Ihr schick und verkleiden für jeden, der das vorhat. Ihr schick und verkleiden. Das kann ich. Cool.
Ja, das reicht, weil ich jetzt ein Geschick mehr hab. Du Tier. Das habe ich noch gar nicht eingetragen, deswegen musst du das gerade erwähnen. Iiii, da bin ich richtig gut drin. Dann. Bitte. 4 Folge. Ich möchte gerne Edge nachwürfeln. Ich habe auch 4 Erfolge. Okay, wie führt das in der Sicherheitslücke an? Also, weil unsere äußerst überlegenen und nicht nachzuahmenden Superskills dafür verantwortlich sind, dass wir jede Parzelle verminen konnten, kann das jeder andere auch, denn das sind jeweils 4 Erfolge. Ihr seid halt ganz schön gut, ne? Wollte ich nur mal so anmerken. Vor allen Dingen, weil die einzelnen Sachen auch, die sind halt wie, das kennt ihr wieder nicht, wie die ADS-Boxen. Das sind weiße Boxen, wo wirklich das Ding zu verstecken keine einfache Aufgabe ist, weil es so gut wie keine Sachen gibt, hinter denen du es verstecken kannst. Ne? Die sind extrem steril. Reizarm. Und ja, steril. Und das ist halt schon, das ist schon ein kleiner, könnt ihr auch schon mal auf die Schulter klopfen, ihr kleinen Ficker. Das ist schon ganz schön gut. Sehr gut. Müssen wir nur noch in das Büro vom Chef mal gerufen werden, wegen Scheiße. Beauty. Was wolltet ihr heute so machen? Kameras abchecken und auch die letzten Tage der Kameras. Und Jojo die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, erstmal hauptsächlich die private, um halt so ein bisschen rauszukriegen, was da eigentlich jetzt so abgeht. Und vor allen Dingen, wenn ich merke, einer, bei einem läuft irgendwas krumm, mit wem hat der noch zu tun, wo könnte noch irgendwas krumm laufen? Irgendwie einfach, um so ein bisschen die gesponnenen Fäden ein wenig entwirren zu können. Okay, Leute, ihr wisst, dass das den ganzen beschissenen Tag dauern wird, ne? Ja. Gut. Kaban, ungefähr zum Mittag bist du an den interessanten Stellen. Zum Beispiel als Bianca Gladitschk zusammen mit Sascha Petschow, der Nummer 15. Also die sind im Aufenthaltsraum zu ihrer Pause, Mittagspause. Sie haben sie etwas später genommen als die anderen. Man will das ja eigentlich benutzen, um sich zu unterhalten. Da noch ein bisschen zwischendurch einfach mal, ne, so lange bis Nina kommt und man sich verzieht. Aber da ist ja keiner. Die beiden noch ein wenig nach einem geradezu von ihm stürmischen und von ihr lüsternen Blick verziehen die beiden sich auf die Toilette, die für die du mit dem Fragezeichen markiert hast. Alter, die ist doppelt so alt wie der. Sie ist mehr als doppelt so alt wie er. Läuft. Ich sag mal so. Übrigens, weißt du das natürlich, weil in dem Aufenthaltsraum eine Kamera ist, von der euch niemand was gesagt hat, von der auch der Aztec-Dude vielleicht gar nichts wusste. Aber es sollte niemanden überraschen. Das ist richtig. Memo, Kamera auf die Klos hängen. Bejeka ist mit Bianca wahrscheinlich verheiratet, ne? Nee, das sind Schwestern. Ah, Schwestern, okay. Warte mal, ist das das Richtige? Ja, ja, genau. Nee, die haben da dann rumpelt's ordentlich im Karton, sag ich mal. Aber leise und verhalten, also doch nicht ganz so stürmisch. Die anderen sollen es ja nicht. Und dann kommt er raus und richtet nochmal seine Hose und sieht, ne, also der sieht aus, er fühlt sich wie jemand, auf alten Schiffen lernt man ja segeln und er ist ein gar prächtiger Seemann. Ja, ja. Genau. Und Jojo wird irgendwann, das ist auch eins der ersten Sachen der privaten Textnachrichten, auf die du stößt, wird darauf stoßen, dass Bianca Gladitschk mit Jurik Poklova Sexting betreibt. Ich hoffe, du weißt inzwischen, was das ist. Ja, das habe ich bei Shadowrun gelernt. Nein, das hast du, wenn überhaupt, bei Leverage gelernt. Bei Leverage, meine ich ja. Schön. Also. Das ist auch noch so schön, das kennen die sich nicht.
Na, sie wissen, sie wollen beide sich den Reiz des Unbekannten wahren und nicht wissen, wer der andere ist. Oh. Auch das Risiko eingehen, dass man nicht wirklich weiß, ob das ein Kerl oder ein Dings ist. Julia findet heraus, dass Bianca sehr wohl weiß, wer das ist, denn sie hat durch ein paar Kniffe und Tricks und durch höhere Rechte als er herausgefunden, um wen es sich handelt. Sie hat ihn geradezu angesteuert. Und sie hat auch immer wieder mal, die Alte ist nämlich gewitzt, eingestreut, dass es sich bei ihr wohl eher um vielleicht Katja handelt oder Viara, die ja eher in seinem Alter und eher seinem Sinne nach Attraktivität entsprechend sind. Und nicht das alte Stück, das modrige. Ich verstehe. Die weiß, wie es geht. Da kann man sich einiges abgucken. Es ist auch tatsächlich eine Mischung zwischen geradezu literarisch, poetisch anspruchsvollem Fanfiction und rüdem, vulgären Dings. Okay. Also abwechslungsreich auch, ja. Es sind echte Rollenspieler. Ja, ja, mit Sinn auch fürs Schöne, vor allen Dingen in der Sprache, die ja im Russischen bei ramontischen und erotischen Sachen vermutlich klingt wie Zuckerblatt. Ne? Mhm. Russisch ist ja auch bekannt als die Sprache der Liebe. Natürlich. Na sie. Wer kennt es nicht? Vom Bordstein. Ungefähr genauso wie das Deutsche. Ja, Danny, das war schön. Das ist schon wieder so ein Moment, wo ich es verpasst habe, ne? Sehr gut. Ja, ja. Er sagte, ja, vom Bordstein. Mann, das ist wie die verdammten Dingswitze von Flummi, die ich immer verpasse. Die Nazi-Witze. Ich werde es mal Nazi-Witze wehren. So. Genau, das ist also das Augenscheinlichste, das ist ja auch das Interessanteste, ne? Es geht so. Entschuldige bitte, die Alte treibt's mit dem einen jungen Spund und hat den anderen in ihren Sexting-Fällen fängen. Ich finde das schon okay. Du findest Skandal. Ein paar, naja, nicht direkt. Du findest ein paar Hinweise darauf, wie Octavia den Shit managt, dass da Sachen anders laufen. Also ein paar Kontakte, das sind aber eher Hinweise, denen nachzugehen ist nicht nur müßig, sondern auch anstrengend, zeitraubend und nicht immer erfolgversprechend für dich jetzt. Was mich interessiert ist, zum Beispiel hat irgendeiner von denen außer Octavia noch eine Kommunikation zum Chef und wenn ja, wie sieht die aus und B, wie ist Octavias Kommunikation mit ihrem Chef. Okay. Octavia hat keine nennenswerte außerordentliche Kommunikation. Das, was jeder hat. Das, was noch ist, ist, dass Basko Putarik beschwert sich ziemlich häufig über irgendwelchen Shit wie ist zu kalt hier hinten. Ist zu warm hier hinten. Das Wasser aus dem Wasserspender schmeckt irgendwie modrig. Mein Sitz ist zu hart. Mein Sitz ist zu niedrig. Meine von der Firma gestellten Thronen funktionieren nicht immer. Sie haben einen Wackelkontakt. Die Türen sind schwergängig. Die Toiletten sind ein wenig unsauber. Soll ich fortfahren? Löst das irgendwelche Prozesse aus, die ihm Informationen verschaffen, wie bestimmte Sachen laufen? Also kann er solche Anfragen nutzen, um Informationen zu bekommen, die gegebenenfalls anderen Leuten irgendwo helfen würden? Nein, aber er hat eine Abmahnung dafür bekommen. Okay. Nach dem 20. Mal. Der Chef antwortet ihn meistens darauf, entweder eine Standardsache von wegen, das hat nichts mit uns zu tun, das wird über die Haustechnik geklärt, darauf habe ich keinen Einfluss. Oder hab dich mal nicht so mal ran an die Arbeit. Ich sehe, du hast schon wieder hier 5 Minuten Pause gemacht. Was soll denn der Mist? Der Chef ist allgemein nicht jemand, der sich sehr viel Zeit für die
Bedürfnisse seiner Angestellten nimmt. Es ist niemand, der Was, das mache ich über Kaban. Kaban, dir fällt als erstes auf, dass irgendwann mal was an den Kameras verändert wurde. Da kam der Haussicherheitsdienst und hat an jeder Kamera im Büro rumgeschraubt und Dinge und auch softwaremäßig hat er Sachen verändert, ja. So ungefähr ein Vierteljahr her oder so. Nee, es ist länger her. Es ist 2 Jahre her schon. Bitte? Was hat er da verändert? Cool. So viel Ahnung hast du auch nicht. Warte mal, das kann überhaupt nicht 3 Jahre her sein. Ich möchte das gern zurückdingsen. Es ist 3 Monate her, wie ich am Anfang schon sagte. Sag das doch ein Vierteljahr. Ja, und dann habe ich mich... Und dann... Also 3 Monate. Haben wir die von Anfang geglaubt? Niemand hat was anderes behauptet. Ja. Ihr seid aber heute lieb zu mir. Das ist ja unglaublich. Ich habe nur Angst vor Nina. Das stimmt. Aber gruselig. Ja, was da gemacht wurde, ist nicht so leicht nachzuvollziehen. Welcher Sicherheitsdienst ist das? Der Haussicherheitsdienst? Sehr wohl. Haben wir eigentlich sonst noch... Also können wir auch die Kommunikation vom Chef abfangen? Müssten wir eigentlich doch, oder? Klar. Dann guckt Jojo auch mal bei dem genauer hin, was da läuft. Ich möchte dir das gerne illustrieren. Warte eine Sekunde, bitte. Doch, so viel. Muss ein bisschen laufen lassen. Ja. Link in der Beschreibung. Reicht dir das? Ja. Er hat tatsächlich auch relativ viel arbeitsmäßigen Kontakt. Aber das, was Privatkommunikation ist, ist hauptsächlich Porn. Da fährt Jo ja ganz besonders drauf ab. Beziehungsweise nicht nur, auch gern Webcam-Sexangebote, die sind schon die etwas teuren Sachen, er will ja auch nicht jeden Schmutz. Und ja, was macht er noch? Er organisiert ein bisschen seinen Haushalt, er interessiert sich sehr für Boote. Versucht da sich mit Kreditinstituten auseinanderzusetzen, um irgendwie es zu schaffen, ein Wunder herbeizuführen, sag ich mal. Okay, das ist schon mal interessant. Bekommt sie mit, dass er an irgendwelchen Mitarbeiterinnen mehr interessiert ist als an anderen? Hier war das Basko Putarek, der Typ, der sich immer beschwert. Ist ja auch noch ein Ork, der sich immer beschwert. Also wirklich. Wenn der Probleme hat, wird ihn das sehr viel weniger interessieren, als wenn da so ein junger weiblicher Hüpfer ankommt. Sind wir doch mal ehrlich. Aber nicht über alle Maßen. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, dass er sie ungebührlich berührt hat oder dass das er... Das meine ich auch nicht. Einfach nur, dass er ein gesteigertes Interesse an einer der Frauen hat. Octavia. Ja, okay. Nee, er ist ein braver Mann. Okay. Okay, also aber die Sache mit dem Boot und den ganzen Sachen, das sollte man vielleicht doch mal weiterverfolgen, weil möglicherweise kann man ihn damit kriegen. Richtig. Er hat doch vor ein paar Jahren eine relativ teure Tour gemacht auf so einem mittelgroßen Segelboot, wo man richtig mit anpackt und so ein Shit und sowas, ne? Wie hat er das finanziert? Er hat sehr lange drauf gespart. Okay. Die war eine Woche lang. Ja, Deli? Die Bianca Gladitsch, unsere kleine Hure. Ist sie verheiratet? Das ist keine Hure. Du kleiner Antifeminist, du. Nein. Ledig. Na, immerhin etwas. Danke. Hm.
Ey, Daddy, vor 2 Monaten kam ein Typ, der offenbar nicht hier arbeitet, hoch und hat mit dem Chef sprechen wollen. Er hat dann scheint ein Gutverdiener zu sein von seinem Comlink her. Er war da ein bisschen beim Chef und ging dann irgendwann mittelmäßig erzürnt raus und hat nochmal ein etwas mit Abscheu gedingsten Blick irgendwo zu einer der Parzellen in der oberen linken Seite von, wenn man drauf guckt, geworfen. Also irgendwas zwischen 1 bis 9. Mhm. Ja gut, das weiß ich alles noch nicht. Octavia. Nee, 6. Verdammt. Katja, Solo, Gladitschki. 7, 9. Lindra, Wald. Gibt es eigentlich Protokolle, was diese Sicherheitsleute da gemacht haben? Natürlich gibt es die. Kann man das auch einsehen? Natürlich kann man das. Ich möchte das einsehen. Sie haben den Pheromonen-Scanner anders eingestellt. Das ist nicht. Sie haben Dinge ausgeschlossen, die er sonst gemeldet hätte, die er in den 4 Tagen davor ständig gemeldet hat. Was es genau ist, entzieht sich deiner Kenntnis, weil du wirst schon Bezeichnungen, von denen du keine Ahnung hast. Ich möchte trotzdem eigentlich mal in so eine Kamera reingucken. Dann warte lieber, bis das Duffer zu hat. Ich warte, bis das Duffer zu hat. Beziehungsweise, mit diesem Typen, der zu der Haustechnik angeblich gehört, da müsste mal irgendwie nachgeforscht werden, ob der das wirklich tut. Also insbesondere auch, ob die ID, die da angegeben ist, mit dem, was da so alles ist, zusammenpasst. Ich meine, sich so eine Kurzzeit-ID zu besorgen, um da mal reinzugehen und sowas mal zu machen, das ist ja, sind ja Dinge, die sogar wir schon durchgezogen haben. Der arbeitet da immer noch und das sieht alles vernünftig aus. Und was ist mit dem Typen selbst? Hätte man den vielleicht bestechen können oder erpressen können, dass er irgendwas macht? Ist da irgendwas nicht koscher? Man kann jeden bestechen oder erpressen. Was ist das für eine Frage? Sagen wir, liefert er mehr Anzeichen als andere dazu, dass es bei ihm, dass er dafür empfänglich ist oder dass das bei ihm möglich ist? Nicht wirklich, aber ich meine, da du das schon oft genug jetzt durchgezogen hast, wie schwer ist das wirklich? Das ist echt leicht. Du besitzt ein Maxi-Taxi. Du bist die stolze Besitzerin von Maxi-Taxi. Selbst das hast du hinbekommen. Ich meine, da wird das ja wohl kein Problem sein. Das mag sein. Das heißt, ich möchte auf irgendeine Form, in irgendeiner Art in so eine Kamera reingucken. Dann denk dir mal was aus. Das Einzige, was ihr noch habt, ist, dass bei der Veränderung des Dinges, nur in dem Stockwerk übrigens, ne? Und im Eingangsbereich, dass da eine Fallnummer angegeben ist, aber darauf habt ihr tatsächlich keinen Zugriff. Das ist Haussicherheit. Ja, aber mit der Haussicherheit hat ja der andere Typ was zu tun. Wer? Unser Boss. Unser Boss. Mr. Ja, das stimmt zu halb, ja. Das ist nämlich dann eine Sache, die man mal an den weitergeben kann. Weil warum sollen wir jetzt unsere Tarnung auffliegen lassen, wenn der da überhaupt keine Probleme hat, ranzukommen und mal zu sagen, okay, ich nehme mal so eine Kamera ab und wir haben dann halt mal eine halbe Stunde Zeit, da mal reinzugucken in der Pause. Wir müssen ja in der Pause nicht im Gebäude bleiben. Na, siehst du mal. Also doch, musst du. Ja, dann bin ich halt woanders im Gebäude. Da kommst du ja nirgendwo hin. Also du kannst runterfahren, ja? Ja, und dann nimmt mich der Typ mal irgendwo zur Seite oder irgendwas anderes. Das wird ja wohl mal möglich sein. Also du willst deinen Chef kontaktieren. Durch diesen Sicherheitszugang hast du eine Möglichkeit zu telefonieren und das wird höchstwahrscheinlich niemand mitkriegen. Dann werde ich das tun. Rufst ihn also an. Ja, bitte. Hi. Gibt's eine Möglichkeit, dass wir uns nochmal, dass wir irgendwie eine Form von Treffen oder irgendwas nochmal machen? Nächsten Tagen. Worum geht's denn? Um ein Sicherheitsupdate, das gemacht wurde.
Hast du da irgendwie was Spezifisches? Eine Fallnummer? Eine Fallnummer. Ja, die kannst du mir sofort geben. Sie gibt ihm die Fallnummer. Ja gut, was willst du davon wissen? Ich will mir das selber ansehen. Ich möchte ein so ein Ding auf dem Tisch liegen haben, um mir das mal anzugucken. Was da passiert ist. Nein, ich kann dir den Arbeitsauftrag besorgen und ich kann dir die machen generell einen Mitschnitt von den Cyberaugen, was sie genau getan haben, damit man später nachprüfen kann, ob das sabotiert wurde. Der wird abgelegt und außerhalb der Matrix gespeichert. Ich kann dir das auf den Datenstick geben. Oder so. Heute Abend und du bekommst nochmal, wenn du raus bist, eine Nachricht wo. Alles klar. Gut. Piep. Ey, Daddy. Mhm. Du bekommst ein kleines Fenster mit einer Nachricht, während du am Arbeiten bist. Mhm. Da steht drin: Na du. Von wem? Unbekannt. Hey. Und wie geht's so? Ganz gut. Und selbst? Mir ist ein bisschen warm. Ich würde mir ja gern was ausziehen. Wir können die Klimaanlage bestimmt runterdrehen. Ich weiß nicht, ob das hilft, denn es ist so fürchterlich heiß hier. Punkt, Punkt, Punkt. Soll ich dir Wasser vorbeibringen? Ich hätte lieber eine kalte Dusche. Punkt, Punkt, Punkt. Avocado-Smiley. Avocado-Smiley. Ich sag mal, die Avocado ist etwas spitzer geformt, als man das gewohnt ist. Stehst du auch so sehr auf Anime wie ich? Ja, klar. Ich glaube, unser Spielleiter muss duschen, wenn er hier fertig ist. Just in the pants oder so. Nein. Klar. Was antwortest du denn? Ach, du hast klar geantwortet. Ich dachte, das war... Ah. Okay. Was habe ich... Nee, war die Antwort auf magst du auch so Anime wie... Oder stehst du auch so auf Anime wie ich? War das die Antwort, war das klar? Oder war das eher ein... Das war ja Achso, klar. Gott, das war auch in dem Text. Achso. Ja? Okay. Hallo. Was soll ich denn wissen? Sind ganz interessant. Ich finde ja den hier super. Du bekommst einen Link. Es ist die Geschichte von... Ich will den, glaube ich, nennen. Willst du nicht klicken? Nie. Please. Ich meine, der Link heißt vielleicht irgendwie sowas wie Rule 34 Katsumi die Fuchsfrau oder so, aber wenn du nicht willst. Nee, ich schreibe zurück, wird das nicht protokolliert? Das, den schaue ich mir dann zu Hause privat an. Denk dabei an mich. Dann wird das geschlossen wird das. Aber ich wollte noch fragen, wer bist du denn? Als ob es auf eine Antwort die eben hätte. Außerdem kannst du es doch nachgucken, du weißt doch, wer das schreibt, Mann. Ja, ich prüfe das nach. Ja, das wird wahrscheinlich doch. Bianca. Naja. Die ist so super. Ein echter Cougar. Mhm. Oh Gott. Beige. Oh Gott.
Siehste, jetzt würdest du dich auch gern duschen. Ist nur ein bisschen anscheinend Hintergedanke. Da wird so ein züchtiges Mädchen wie ich sofort verdorben. Was soll denn das jetzt? Ja, die arme, unschuldige Jojo. Die wurde so lieb die ganze Zeit. Die wurde doch gar nicht angeschrieben. Nein, das stimmt, aber die muss sich das quasi so halb anhören. Wieso, du musst doch nicht Kaban nachprüfen, was der gerade macht. Nein, aber Octavia. Ist nicht Octavia? Bianca meine ich. Ja, es geht doch eher vergangene Sachen durch, von daher. Außerdem beschäftigst du dich doch gerade mit, was war's? Mit anderen Sachen, mit der Privatkommunikation. Ja gut, das Sexting bist ja durchgegangen von ihr, da wirst du erst bei ihr nicht mehr weiter gucken. Das stimmt. Naja, vielleicht ist ja noch was dazwischen, deswegen, Nee, damit bist du eigentlich fertig von der Vergangenheit. Es gibt ein paar Sachen, die sind aber halt relativ... sind nicht sonderlich wichtig. Du wolltest ja noch wissen mit dem Chef. Vlas? Das ist die Nummer 17. Der hatte ein bisschen ausgedehntere Kommunikation mit dem Chef, weil der Chef ihn noch übelst lange penetriert hat mit Fragen, warum er so lange ausgefallen ist. Und was es eigentlich gebracht haben soll und warum ihm das die Kasse bezahlt hat, kann er nicht verstehen und dass er die Scheiße schön nachholen wird, die er verpasst hat. Es ging wohl damals darum, dass er sich enhancen lassen hat. Und zwar mit einem internen Lufttank. Da wurde ja der Chef auch etwas unwirsch und das ging dann ein bisschen weiter und am Ende hat die Zentrale gesagt, als Mauerchef, der arbeitet so gut, dass er den lässt er drin. Aber das ist alles, was noch irgendwie was Besonderes ist. Die Frage ist, wozu braucht der einen internen Lufttank? Wozu braucht irgendjemand irgendwas an Cyberware, weil es cool ist? Fucking aber Magier fragen, wozu braucht man das? Aber einen internen Lufttank? Ja, und damit man nicht mehr Luft holen muss, weil daneben einen stinkt oder so. Hast du nicht in Schofino gewohnt? Du solltest wissen, warum man das braucht. Außerdem, um dir mal den richtigen Grund zu nennen, im Tauchurlaub mit seinen Eltern. Ist zwar ein bisschen peinlich in seinem Alter, warte mal, habe ich das gerade richtig? Er ist 41. Ja, hat er früher zumindest mal mit seinen Eltern gemacht. Den Eltern seiner Tote fährt er an Tauchurlaub. Ist zwar ein bisschen peinlich, aber wenn es Spaß macht. Und da ist so ein interner Lufttank schon geil. Ja gut. Ja. Irgendwann, also Jojo wird das ja den ganzen Tag kosten, quasi, was sie da macht. Ja, ich möchte übrigens auch noch eine Kamera vor dem Elektronikgedöns postieren. Und in den Klos. Und in den Klos, genau. Du kannst das machen, aber tatsächlich, da ihr jetzt Zugriff habt, es gibt einen Agenten, der eigentlich nur die Kamera in jedem Stockwerk bedient und der aufzeichnet, wie lange Menschen davor stehen. Wenn die länger als 10 Sekunden davor stehen, wird das den Sicherheitsleuten mitgeteilt und die kriegen dann ein kleines Pop-up und können das dann beobachten. Ja, das dauert zum Glück nicht so lange und wenn ich auf dem Aufzug warte, auf dem Rückweg, dann kann ich mich ja kurz mal an die Wand lehnen. Ja, ihr habt vorhin 4 Erfolge gehabt, klar. Ich wollte dir nur mitteilen, dass tatsächlich jemand dran gedacht hat, dass das dort die wichtigen Sachen sind. Ja, das ist gut. Und halt, wie gesagt, die Klo. Ja. Von innen, ja. Na sicher. Alle 3? Mhm. Okay. Ich mache aber nur mal unbekannt. Jo, ihr macht die Frauen. Gut. Wenn ihr unbedingt den geilen Sex von diesen Geschossen da mitbekommen wollt. Nö, aber wenn das theoretisch der einzige Ort wäre, wo man unbeobachtet ist, wäre das theoretisch auch der einzige Ort, wo man dazu übergehen könnte, irgendeinen Blödsinn zu machen.
Ja, das ist der Grund. Ja. Und die Kleinheit. Und vor den Spinden vielleicht noch. Okay. So, dass man eventuell sehen kann, wer wo was abdeckt. Okay. Die Frage ist, gibt es auf den weiblichen Klos schon eine Kamera? Nein! Na, irgendeine illegal angebrachte. Nein! Nein! Na. Also. Würfel mal Wahrnehmung. Ja, würfel doch mal Wahrnehmung. Wieso sagst du sowas, Deli? Das war eben mein nächster Satz, ich wollte es nur rauszögern. Also eigentlich wollte ich es so bringen, dass du das selber würfelst durch ganz oft Nein sagen. Es gibt keine Kameras auf dem weiblichen Klo, das wäre unzüchtig, unangemessen. Und auch außerdem, die anderen beiden? Nein. Denn ich sehe alles. Du siehst alles, außer ins Frauenklo. Nein, da ist nichts. Das ist gut. Das wäre nämlich echt widerlich gewesen. Okay. Nina hat, ist es verwunderlich, dass Nina in den letzten 8 Jahren viele ihrer Freunde verloren hat, Kommunikation eingestellt wurde, ein paar Beleidigungen ausgetauscht wurden? Nö, nicht wenn sie irgendwann angefangen hat, erst sonderlich zu werden. Ich meine, es ist nicht direkt nachvollziehbar, wann sie angefangen hat, anfing sonderlich zu werden, aber es ist auf jeden Fall, was passiert ist. Gut, ihr wollt also springen bis zu dem Zeitpunkt, wo du abends das Zeug kriegst. Ja. Die gute Chef bleibt heute bis zum Schluss. Du bekommst abends das Zeug. Der Typ hat das ordnungsgemäß eingebaut, / verändert. Es ging darum, den Pheromonscanner so einzustellen, dass er auf eine bestimmte Hautcreme nicht mehr anschlägt. Die zuvor, das kriegst du dann durch die spezifische Fallbeschreibung der Fallnummer mit, Ayosha Nohir Nummer 13 offenbar täglich auftragen muss, weil er eine ganz komische dermatitische Verzwickung hatte, die er behandeln muss. Okay. Sie kann ja dabei einen Blick in die Kamera werfen. Ist da sonst noch irgendwas ungewöhnlich? Irgendetwas, das sie auffällt, was vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte? Ja, die Kamera ist innen besser als außen. Die wurde zwischendurch mal nachgerüstet. Womit? Einfach mit einem besseren Prozessor für die Kamera selbst, sodass da schon mal vorgefiltert werden kann. Das scheint doch was zu sein, dass wenn man das gemacht hat, das im ganzen Gebäude gemacht wurde im Zuge einer normalen Sicherheitserweiterung. Okay. Das ist das Standard-Jaguar-Ding, aber von außen sieht man nicht, dass das Ding tatsächlich nicht ganz scheiße ist. Okay. Da, es geht eher darum, ob jetzt da irgendwas ist, was vielleicht irgendwie auffällig ist oder so. Aber wenn da nichts ist, dann halt nicht. Nö. Ansonsten nimmt sich Jojo irgendwann halt auch mal die ganzen Pläne vom Gebäude vor. Irgendwie die ganzen Luftschächte, die Stromdinger. Sie versucht halt alles irgendwie mal rauszukriegen, wo man was kappen müsste, um bestimmte Schleusen zu öffnen, um irgendwas zu erreichen. Wenn es geht, wird sie dann sogar mal anfangen, die Security so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Darauf hast du keinen Zugriff. Okay, beziehungsweise Fremdfirmen, die halt hier zum Beispiel sauber machen oder sowas in der Art. Hausmeister, die hier Zugriff haben auf diese Etage. Darüber wirst du alles nichts haben. Aber alles, was in dem Haus gemacht wird, wird von Rabotnik übernommen. Also das, was außer Sicherheit. Und also auch die normale Technik und IT und so ein Shit, das wird Aztec machen, weil das für Sicherheit relevant ist. Aber putzen tut Rabotnik, denn das ist der Platz, den sie sich verdient haben. Das mag sein, aber dann sind die alleine hier. Das heißt, die haben genug Gelegenheit oder da hat jemand genug Gelegenheit, hier einfach reinzukommen.
Das stimmt. Sicherheitslücke. Die Kameras sind auch nachts an. Ich sag das nur, ne? Ja. Da ist jetzt die Frage, aber das ist ja was, worauf wir keinen Zugriff haben, wie gut das ganze Sicherheitssystem jetzt geschützt ist, weil ein Hacker kann eine Menge und auch so eine Kamera kann man mal kurzzeitig verwirren. Da ist die Frage, wie oft kam es da zum Beispiel zu Kameraausfällen und wo wird diese Kamera kontrolliert? Sind das Aufnahmen, die einfach irgendwo hinlaufen und theoretisch gespeichert werden, die sich aber nie ein Mensch anguckt? Also, du hast theoretisch, hast du, wenn irgendwas ist, so bestimmte Trigger, wie zum Beispiel vorm Elektronikgedöns steht jemand zu lange rum, kriegt jeder der Typen außer die im Erdgeschoss ein Pop-up. Die können sich das die ganze Zeit angucken, du weißt, dass das wenig effektiv ist. Aber der Agent ist auf spezifische Reize ziemlich gut programmiert. Sowas wie Waffen, Waffenschüsse, da die Pheromonscanner, die zum Beispiel auch Blut, wenn das in größeren Mengen austritt, können die Eisen rausfiltern. Das heißt, sie kriegen relativ viel mit und relativ viel eingeblendet. Natürlich kannst du alles hacken. Allerdings wird das wahrscheinlich das Gebäude einen eigenen Dings haben, ne? Einen eigenen Knoten. Nee, das bessere Ding, Hacker. Weiß schon. Die haben auch eine Spinne, aber ich meinte einen Host. Haha, ein Host. Und das ist nicht ganz so einfach. Klar, wenn du genügend Zeit mitbringst und gut genug bist, kannst du das Ding hacken, aber das kannst du bei jedem Gebäude. Was du noch weißt, ist, dass wenn die Sicherheitskolonne durchläuft, die fängt oben an, gehen zwei Sicherheitstypen quasi mit, stehen da im Raum rum, gucken da mehr oder weniger je langweilig drüber und kontrollieren dann auch nochmal minimal den Raum, ob da irgendwas dumm ist. Es gibt ja Meldungen und Pop-up-Fenster, das sind ja Logs, die werden ja gesammelt. Wenn sowas auftritt, dass da mal jemand zu lange ist, dann könnte man ja theoretisch einfach sagen, okay, wir gucken uns spezifisch von diesen Sequenzen mal die Dinge an, gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Putzleute da sind, weil es ja auch immer noch möglich ist, zu sagen, okay, da sind die Putzleute, denen ist da gerade zu dem Zeitpunkt dummerweise der Eimer umgefallen und die sind jetzt damit beschäftigt, das aufzuwischen. Das heißt, und dann gleichzeitig verdeckt der eine den anderen so ein bisschen aus Versehen. Man weiß ja, es ist so, haben wir es auch immer gemacht, um Schlösser zu knacken. Unmöglich. Also ich meine, wann willst du anfangen, das nachzukontrollieren? Ich sag mal, innerhalb des letzten halben Jahres. Oh mein Gott. Also einen Monat später. Ich sag dir, wenn du was findest. Ich meine, du kannst ja auch, diese Logs sind ja mit Sicherheit auch irgendwie zeittechnisch gekennzeichnet. Du hast Zeit und du hast nach Art geordnet, zum Beispiel bestimmte Pheromon-Trigger und so ein Shit und andere Sachen sind in einzelnen Kapiteln. Okay, mich würde jetzt erstmal interessieren, mich würden jetzt erstmal explizit diese ganzen Kamerasachen interessieren und der Typ, der da war, also der da irgendwie etwas merkwürdig in diese Parzellen unten geguckt hat, diese 6 Stück da. Wer das ist, ob man das in irgendeiner Form rausfinden kann, denn es hieß ja, sobald eine Kommunikation mit einem Wi-Fi-Gerät hier in diesem Gebäude stattfindet, würde das mitgeschnitten werden. Ja, von den Mitarbeitern. Aber er braucht einen Besucherausweis und den kannst du einsehen, das ist ein Arzt. Um genau zu sein, ist natürlich kein Arzt, es ist ein Psychiater. Der Ärzte, bitte. Psychiater. In der Tat. 1 bis 9, sagst du. Ja. Oder nee? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ja, genau. Also die obere linke, ne? Psychiater. Ja. Wer hat denn da ein psychiatrisches Profil, also der mal beim Psychiater war oder so? Achso, ja, das psychiatrische Gutachten könnte einsehen, ja, von jedem. Ja, dann? Dieser Spezifische hat mehrmals den Chef darauf hingewiesen, dass
Das, hier, Dings. Und zwar, dass Nina Kaskova eindeutige Anzeichen eines Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms zeigt und dass er mal eingegriffen werden sollte, nicht zuletzt zum Schutz ihrer Belger, aber der Chef hat wohl offenbar befunden, dass das, nicht verfolgt wird. Cool. Aus dem Log geht heraus, dass der Chef sich nicht wirklich informiert ist, worum es sich dabei handelt. Deli, wenn du möchtest, kann ich dir das auch gleich sagen. Ich weiß das noch. Bitte? Ich weiß das, danke. Sehr gut. Ich hoffe, Kaba macht, räumt da ein bisschen auf, um ehrlich zu sein. Jeder, der mal The Sixth Sense gesehen hat, spätestens weiß es. Ich habe diesen Film nie gesehen. Oder irgendwelche anderen japanischen Horrorfilme, das scheint, ist da in irgendeiner, aus irgendeinem unerfindlichen Grund stehen die da total drauf. Weil es bei denen vermutlich viel tiefer in der Kultur verankert ist. Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom? Kann ich mir gut vorstellen, es würde irgendwie passen zu so einer repressiven Sache. Keine Ahnung. Na, umso mehr Zwänge du von außen hast, umso mehr Zwänge gibst du weiter. Und versuchst da irgendwie, das war egal. Schöne Begrüßung. Na, Nina, heute wieder deine Kinder getötet. Sie tötet sie nicht, dann hat sie ja nichts davon. Sie muss sie krank machen, dann hat sie was davon. Entschuldigung, heute wieder deine Kinder gequält. Danke. Ich wollte auch eigentlich anführen, ein Stück weiter. Okay. Schön, dass das alle sie unterstützen, weil sie sagen, ja, du bist so schwer. Hallo, woher sollen die das denn wissen? Die wollen die loswerden. Ja. Yeah. Außerdem hat sie es schwer. Sie hat eine psychische Störung. Also was soll denn das jetzt? Das ist keine Ausrede. Ist das so? Ich finde, das ist ehrlich gesagt so kacke. Das ist eine ziemlich gute Begründung. Diese, die arme Elena kann ja dann, wird dann irgendwann mal selbstbewusster und sagt einfach halt die Klappe und lass mich in Ruhe. Das wird bestimmt ihr Leben verändern. Es wird ihr Leben nicht verändern, aber es verschafft Befriedigung, wenn du die ganze Zeit genervt wirst. Das stimmt. Das ist aber wahrscheinlich jetzt doch ein bisschen unsozial von dir, das so offen und ehrlich anzusprechen. Ja. Das stimmt. Aber Jojo sie hat ja auch Übung. Gefühle und wahrscheinlich so sie damit verletzt, ja. Das stimmt. Das ist, glaube ich, nicht in Ordnung, ja. Das könnte sein. Aber wir wurden auch schon oft verletzt und es hat niemanden interessiert. Ja, aber nur weil jemand anders von der Brücke springt, ne, musst du da vielleicht auch nicht hinterher springen, ja. Naja, sonst ertrinkt er doch. Nun gut, das ist ein Argument. Aber das ist nicht gut für die Metaphern, ja, nicht wahr? Ja. Okay. Gut, also der eine Typ hat massiv Schulden, die andere, naja, faked irgendein Kram. Das ist ja schon mal interessant, der mit den Schulden, es wird vielleicht auch dazu gezwungen, irgendwas zu machen. Gott, womit hatte Russland nochmal sein, hat Russland nochmal sein Geld verdient? Glücksspiel, Hehlerei von BTL ist Trickbetrügerei, aber es passt nicht in sein Profil, jemanden dazu zu erpressen, von einem Konzern was zu machen, das ist zu viel für ihn, sondern oh nee, warte mal. Doch, das passt genau in sein Profil. Also er kriegt dann halt Passwörter und Keycards und so ein Shit, wenn die Leute bei ihm Schulden haben, dann erstmal. Okay. Man sagt ihm nach, er würde gern mit Charisma Association zusammenarbeiten, aber man sagt ihm viel nach. Dann sollte man vielleicht diesen Typen mal näher unter die Lupe nehmen. Ach so, und
Ich glaube, der ist ein, genau, der ist ein ziemlich, so ein richer, also ich meine, bei Demian kannst du das halt nie genau sagen, aber er erzählt von ihm immer, wie als wäre er ein sehr alter, guter Freund. Ich will Ruslan nicht unter die Lupe nehmen, sondern nur diesen Typen. Ich wollte das auch nur hinzufügen. Okay. Die Sache ist halt die. Manche Sachen kannst du, die er machen könnte, nicht nachvollziehen. Zum Beispiel kann er einfach sein Passwort an jemanden weitergeben und wenn der unten ins Gebäude reinkommt, sich mit einem beliebigen Comic mit dem Passwort einwählt, hat er Zugang. Es gibt keine Logs, wo zweimal sein Benutzername irgendwie oder wo jemand versucht hat, sich einzuloggen, während er drin war. Es wäre sicherlich möglich, dass er sich mal kurz zwischenzeitlich ausgeloggt hat in seiner Pause und dann jemand drin war und ihr das nicht nachvollziehen könnt. Nichts zu Offensichtliches ist aber bisher passiert. Ja, aber das ist zumindest eine Sache, die man eventuell mal melden könnte, weil das halt einfach dieser Typ ein potenzielles Sicherheitsrisiko ist, weil er einfach an der Kreide bei jemandem steht, der ihm wirklich das Leben zur Hölle machen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann irgendwann mal vielleicht zum Ziel einer solchen Aktion wird, extrem hoch ist. Also das wäre einer der ersten, bei denen man bei denen wir ja theoretisch ansetzen würden, irgendwas zu machen, entweder ihn oder Octavia damit erpressen, was sie macht. Ja, na klar, ich sag nur, dass bisher es nicht so aussieht, offensichtlich, als hätte er was gemacht. Es kann sein, dass er schon was gemacht hat, aber natürlich ist er ein super Ziel, das will ich ja gar nicht sagen. Ja, und da es bei uns erstmal darum ging, Schwachstellen zu finden, das ist ein... So, wäre ja die Möglichkeit eines Maulwurfs, wirklich was haben wir bisher nicht gefunden, nichts, was wirklich eindeutig darauf hinweisen würde. Allerdings zumindest zwei potenzielle Ziele, das eine Erpressung, der andere was anderes oder beides. Und der Chef möglicherweise mit seinem Wunsch da, das wäre halt auch was, wo man sehr gut ansetzen kann. Da wäre noch was. Das kommt aber erst später. Kerban. Ja. Während ihr da so rumrecherchiert und alles und du ab und zu mal an deinem Ärmel nuckelst und dir das warme Gefühl den Magen reinrinnt. Die Alte, ja. Ne? Die hört nicht auf, mit ernst zu texten. Nee, die tötet langsam ihre Kinder. Ach, die Alte. Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Das Problem ist, sie hat bestimmt keinen Mann, richtig? Nicht mehr. Es gab mal einen zu diesem Kind tatsächlich. Irgendwann gibt's immer mal einen. Möchtest du vielleicht Papa werden? Alter. Warum denn nicht? Bei dir haben's die Kinder bestimmt gut. Das ist richtig. Er muss schon das teure Futter für Roger bezahlen, das geht nicht. Ich bin ein sehr guter Dad. Nenn mich Daddy. Ja, ja. Bitte, 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 komm. Daddy. Bitte. Oh ja, du bist es. Autsch, Daddy. Naja, du nicht. Was soll denn das jetzt? Die kann das nicht ohne mich, die muss neue Vorlagen kriegen, die kann ich selber mitdenken. Die hat das nicht gelernt. Ich bin die bessere Frau. Ja, aber du hörst dich zu männlich an. Auch Steady. Nee. Lass mich aus dem Konzept gebracht. Toll. Super gemacht. Ganz großes Kino. Du warst bei Das Problem ist. Ja, das Problem ist, dass wenn ich sie jetzt geeke, was ja durchaus Rahmen der Möglichkeiten ist, die ich in Betracht ziehe, dann haben die Eltern ja, die Kinder ja gar keinen Halt mehr. Ne? Das ist also, ja auch schlecht. Ja, aber sagen wir es mal so, ich glaube, alles ist besser als eine Mutter, die sie langsam umbringt. Ich sag mal so. Ich du bist ja Partei ergreifend. Ich kann dein Argument sehr gut verstehen. Zum Glück hast du ja durch die leichte Zusammenarbeit mit Gandhi Einblick in bestimmte Sachen bekommen. Zum Beispiel die eine Sache, die er, mit der er kooperiert. Das ist so ein kleines Beratungszentrum, das Kindern hilft, die halt Kinder psychisch erkrankter Eltern sind. Es ist wohl ziemlich hart, wenn die Eltern psychisch krank sind. Da ist es für die zum Teil härter als ohne Eltern. Nicht wahr?
Ja, und das sind halt meistens die, das sind halt meistens die Fälle, wo die Eltern sie nicht mal aktiv misshandeln. Häufig. Wo die wohnt, ja, die wohnt in, also die wohnt ja im TÜV der Red River Gang, so, ne? Wie fährt die denn immer zur Arbeit? Ja, mit der U-Bahn auch. Also und dann Bus. So war ärgerlich jetzt. Du kannst mal ganz lieb bei Proto anfragen. Könnte ich? Oder was erledigt man hier selber? Wieso das denn? Turf Terror River Gang? Prinzip. Zumindest die Kinder da rauszuholen, die Alte zu gegen. Was ich von der Arbeit, wirst du gegen arbeiten wir gerade? Bitte? In was von der Gegend arbeiten wir gerade? In Sokol. Ja, wir wissen, dass das die Schicht warte. Bestimmt irgendeine C. Was Besseres wird es ja wohl kaum sein. So mal ein C+. Hallo, die haben hier funktionierende Dinge mit Agenten und Laserschranken in der Belüftung. Was denken ihr, wo ihr arbeitet? Die feinen Herrschaften wieder. Ja, ja, die Leute verdienen genug, um 2 Kinder allein erziehen zu können. Und die Krankenhausrechnung zu bezahlen. Was denkt ihr denn, wo ihr seid? Ja. Nicht im Schmutz leben wie ihr und Scheiße fressen jeden Tag. Und von irgendeiner Psychopathin dazu gezwungen werden, Kunstrasen zu stutzen. Sie trinkt doch auch Kaffee, ne? Selbstverständlich. Nicht ohne jedem zu erzählen, dass ihr das ja auch ganz schön auf den Magen schlägt, aber sie muss ja. So ein bisschen Arsen im Kaffee tut, der schmeckt ja gut, oder? Wie lange willst du denn da arbeiten, bis sie stirbt? Aber Hochdosierung geht das. Ja, dieser Pheromonscanner, ne? Doofe Sache. Dieses Naturprodukt. Könnte er erahnen, dass es. Wäre möglich. Das bringt mich vor einer moralischen Zwickmühle. Ich denke mir was aus, wie ich sie umbringe. Das ist schön. Ich wollte euch noch irgendwas verraten, aber ich habe leider vergessen, was es war. Da ist er wieder. Oh ja. Der Ayosha Nohir, der diese Dermatitotes hat, die erwachte natürlich. Die und dann so weiter, ne? Ihr habt ja jetzt den Fall angeguckt, die Kameras und so weiter. Das scheint ja alles vernünftig zu sein. Genau, nach der Creme wollte ich nochmal gucken, ob da irgendwas drin ist, was man vielleicht auch anderweitig in irgendeiner Form benutzen kann, damit das vielleicht Absicht war, dass genau diese Creme und so weiter. Du hast keine Chemie. Was bei diesem Fall auffällt, ist den Arzt, den gibt es inzwischen nicht mehr. Und die Praxis, die da angegeben ist, wo er das gemacht hat. Ist halt ein Billardschuppen. Dann ist das auch was mit auf die Liste kommt. Und ich möchte jemanden, der in irgendeiner Form Chemiekenntnisse hat, kontaktieren. Ja gut, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Du hast Zwiebel, du hast Proto, wenn du denkst, dass es Sprengstoffe sind. Du hast Mediziner, wenn du denkst, dass es was Medizinisches ist. Naja, das mache ich natürlich erst, wenn ich aus diesem Gebäude raus bin, ne? Vorher nicht. Ja, was macht ihr denn heute noch groß? Nichts mehr. Ich würde erstmal Zwiebel nehmen, glaube ich. Schön, du triffst dich mit Zwiebel bei Proto. Ja. Ach, siehst du, habe ich beide in einem Raum, wenn ich will. Das stimmt. Die sitzt da rum, schlenkert mit den Beinen und trinkt ihr Getränk. Heißer Tee. Dann holt Jojo Proto jetzt direkt dazu, soll damit, vielleicht haben beide zusammen eine Idee, die scheinen sich ja beide auszukennen. Naja, so, ja. Na? Was gibt's denn? Pass auf, sie legt ihr diese Creme hin, auch mit den Inhaltsstoffen.
Wenn ich jetzt einen Pheromonscanner habe, der die ganze Zeit auf dieses Ding abgeht irgendwie und ich diesen Pheromonscanner jetzt umstelle, damit er nicht mehr auf dieses Zeug abgeht, gibt mir das die Möglichkeit, dass ich damit vielleicht irgendwas anderes da reinhole oder das Zeug für irgendwas verwenden kann oder so, dass in irgendeiner Form mit dem Blödsinn gemacht werden kann? Hä? Ja, sie möchte wissen, dass wenn man es dafür sorgt, dass dieses Zeug nicht mehr von einem Pheromonscanner wahrgenommen wird, ob man dann andere Stoffe mit hereinbringen kann und unentdeckt mit denen man andere Sachen anstellen kann. Ich nehme an, so Shadowrun-spezifische Sachen. Yep. Oh, die Kerle wissen wieder alles besser. Mann, blöder... Gib mir noch einen heißen Tee mit Honig. Oh, was ist da drin? Ja, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber kann ich mal nachgucken. Also es ist nichts, was ich benutze, um Ratten zu töten oder ein Grillenmassaker zu veranstalten, Jauchekäfer zu schlechtern oder sonst irgendwas. Das ist ja okay, aber ja, für alles andere muss ich halt recherchieren. Es wäre total nett, wenn du das tätest. Ja, und mein Tagessatz ist so, keine Ahnung, 50 Nuyen. Okay. Cool, ich brauche ungefähr einen Monat. Du hast maximal eine Woche. Mein Tagessatz ist 100 Nuyen. Ich habe nicht Zugriff auf jede beschissene Datenbank mit jedem Kack, die muss ich mir erst wieder kaufen, das ist teuer. Das ist ja okay. Ja, und die... Was hab ich damit jetzt eigentlich zu tun? Na, du kennst dich mit der anderen Seite des Zeugs aus. Ach so, ja, aber das ist nichts, was deine Rolle spielt. Ich meine, du kannst Sprengstoff immer mit den Parfümen, die da drin sind, die natürlich überdecken versuchen und dann da einen Ausschluss generieren, aber das sollte bei einer gewissen Qualität der Scanner auch keine Rolle mehr spielen. Oh, der feine Herr, der wieder nicht mitgedacht hat, Männer wieder so tun, als könnten sie was und dann wieder irgendwie... Zwiebel. Nee, aber guck mal, der hat da überhaupt nicht mitgedacht. Da ist doch überhaupt kein Parfüm drin. Das ist eine Hautcreme, die extra dafür gedacht ist, seine Haut zu schonen. Guck hier, hättest du mal gelesen. Mann, Männer, Alter. Die denken immer, die wissen, wie alles geht. Und dann lesen sie nicht mal die beschissene Verpackungsbeilage oder die Betriebsanleitung oder sonst irgendwas. Proto sieht dich mit einem Blick an, der aussagt, verstehst du meinen Kummer? Jojo blickt Proto mit einem Blick an, der sagt... Ich verstehe deinen Kummer. Ihr dachtet, Zwiebel, wenn sie Liebeskummer hat, ist leicht und danach wird's auch nicht leichter. Ja, ich guck das nach. Wie gesagt, 100 Nuyen-Tag. Juti. Ein Vorschuss wäre nett, ich bin blank. Jojo gibt dir 200. Geile Scheiße, ich verzieh mich. Hier stinkt's mir zu sehr nach Testosteron und Schweiß. Und Eichelrandkäse. Dann hüpft sie runter und geht. Ja, vielleicht hättest du deinen Tee noch bezahlen können, aber das sollte ich dir jetzt lieber nicht sagen, du kleines Biest. Jojo bezahlt ihren Tee. Ja, das ist jetzt auch nicht nötig. Das sind jetzt die 4 Nuyen. Das geht ums Prinzip. Ich verstehe dich. Okay. Also ja, sie hat ja recht, ist kein Parfüm drin und deswegen denke ich, da kannst du auch nichts mit irgendwelchen Sprengstoffen oder anderen Sauereien machen. Wenn natürlich, du kannst natürlich, wenn du sagst, du stellst einen Scanner um, kannst du natürlich immer ein bisschen mehr umstellen, als eigentlich beabsichtigt war und dann sieht das schon anders aus. Hm. Konnten wir nachvollziehen, was da jetzt genau umgestellt worden ist? Alles ist korrekt gelaufen. Die Hardware-Veränderung, die du nicht nachvollziehen konntest, hatte die Nähmaschine bestätigt. Alles scheint ausgezeichnet zu sein. Okay. Bringt diese Behandlung, die er da machen muss, vielleicht noch was mit sich? Also entweder hätte er dadurch die Möglichkeit, Dinge zu schmuggeln, die also da reinzubringen, die man sonst nicht reinbringen könnte, also außerhalb von dieser Hautcreme. Oder wahlweise kann man in so eine Creme irgendwas reinmischen, vielleicht irgendeine merkwürdige Nanitenform oder irgendwas anderes, was halt... Fragst du ihn das?
Nein. Naniten, Alter, ist das nicht ein bisschen Hightech? Um das zu wissen, meine ich. Hm. Na, oder halt einfach in dieser Cremetube. Das wäre das Leichteste. Ich meine, du weißt genug über Naniten, um Folgendes zu wissen. Ja, klar, geht das. Aber Naniten kannst du halt einfach, da die echt klein sind, überall reintun. Na, das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass man in dieser Tube vielleicht was transportieren könnte. Ansonsten, wenn er diese Tube vielleicht sogar einen Platz haben darf oder irgendwas anderes. Nein, darf er nicht. Er cremt sich vor seinem Spind ein. Und zwar auch nochmal zwischendurch in der Pause. Hm. Okay, also den Doc gab's nicht und die Praxis ist ein Billardschuppen. Ja. Auch in der Vergangenheit war sie keine Praxis. Dann möchte ich mich jetzt mit dieser Person mal näher beschäftigen. Oh, warte mal kurz, du hast gesagt, den Doc gab's nicht, ne? Ja. Das hast du gesagt, ja. Nee, Moment. Also der ist ja verzeichnet im System und der ist auch validiert mit Sinn und allem, ne? Ja, das heißt aber nix. Die Sinn-Kontrolle dort ist, ist ungefähr, also die seid da mit einer gefälschten Vierer-Sinn drin und die hält nur, weil er halt noch den Leuten gesagt hat, dass sie bei euch nur mit keinem Auge hingucken, sag ich mal. Ja, aber je nachdem, was die da machen wollen, ist auch mal eine gefälschte, wir hatten auch schon mal stellenweise eine gefälschte Fünfer-Sinn oder sowas. Die muss ja nicht lange halten für den Typen. Ja, aber dann ist es halt direkt nicht nur so ein bisschen teuer, ne? Ist klar. Wenn es Fünfer-Sinn ist, wenn die nur 7 Tage halten muss, die ist da als legitim verzeichnet, aber danach verfolgt das doch keiner mehr. Ja, aber mit der Arztlizenz und allem, also der Fünfer-Sinn, denk dran, die ist bei mir ein bisschen teurer. Ja, aber wie gesagt, für ein paar Tage. Ja, ist ja okay, ich sag nur, es ist dann auf jeden Fall krasser als, ne? Ja, das wäre möglich, aber ich sag mal, je nachdem, was man da will, auch nicht unbezahlbar teuer. Für jemanden mit einem gewissen Spesenkonto, wenn du nur Kurzzeitsinn für eine Woche haben willst oder so, oder für 2 Tage oder 1 Tag. Ja, dann reden wir ungefähr über 4,5K oder so ein Shit, ja. Oder 4K. Aber auch das sind Spesen, die sogar wir schon ausgegeben haben. Ja, na klar, ich sag mal, halt dann big. In Japan. Wie viel Erfolg hat er gefunden, Datensuche? Unheimlich viele, ne? Sie? Ja. Okay, den Doc findest du. In seiner Praxis. In fucking, Donskoi. Okay. Ich überleg gerade ernsthaft, bei dem Doc mal vorbeizufahren. Ich will dir nicht viel sagen. Hm? Der wird dir nicht viel sagen. Wenn sein Name illegal verwendet worden ist in einem möglichen Straftatbestand gegen Aztec, meinst du, da sagt er mir nichts? War nur eine Idee. Aber diese Info sollten wir auf jeden Fall mal weitergeben, weil vielleicht wollen... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt selber machen sollten oder ob die das machen wollen. Also, ich sag mal, meine nächste intuitive Handlung wäre es jetzt, bei dem Doc vorbeizufahren und mit dem mal ein paar Takte zu sprechen. Denn vielleicht weiß der gar nicht, was da abgegangen ist. Vielleicht wurde sein Name einfach nur benutzt und er selbst hatte damit nie zu tun. Maybe. Da wir gleich Schluss machen, kann ich ja schon mal sagen, wenn du den Aztec-Dude fragst, ob ihr das machen sollt oder die das machen, wird der sagen, ja. Gut. Aber das werden wir heute nicht mehr machen. Okay, das passt mir ganz gut. Dann kann Danny sich auch bis zum nächsten Mal überlegen, wie stark jetzt eigentlich dieses hier Wissen sein soll, von dem wir mal reden. Ne? Naja, es sind nur Kinder. Ist das so? Nein. Er macht ja vieles, aber
Er ist ja immer noch ein guter Kerl. Außer er hatte gar kein Alkoholprodukt. Kein Problem. Ja, du sollst ja auch nicht die Kinder umbringen. Naja, ja auch nett. Das löst sich auch von ihrem Leid. Horizon hat gute Kinderheime. Hm, stimmt. Oder du könntest selbst Papa werden. Nein. Aber warum denn nicht? Weil Papa sein in der Gegend gut ist. Sag ich das mal Konstantin. Und Flat. Ich hab Verantwortung. Mhm. Sag das mal Jojo. wenn die alle so verantwortungslos sind und das nicht realisieren, was sie ihren Kindern antun, das kann ich ja nicht für. Ich meine, du hast absolut und 100%ig recht, das stimmt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass Kaban so denkt, der die Jugend vorbereiten will, um Gänger zu werden in seinem beschissenen Boxclub. Das ist richtig. Aber die werden ja vorbereitet. Ach so, die werden auch aber nicht so sehr vorbereitet wie Vlatzkinder. Das ist gut, okay. Also schon ein bisschen widersprüchlich, aber du hast ja noch bis nächste Woche Zeit. Und wesentlich mehr als Jojos Kind. Darauf achtet ja, der Schwede. Das ist ja quasi... Darauf so, achtet das, sogar Jojo. Das Opferkind. Das wird bald ein Opfer sein. Wenn es nicht weiter vorbereitet wird. Ja, das ist ja auch ein Kind psychisch kranker Eltern, ne? Ja, immer diese Opferkinder. Das stimmt. Was? Wer ist ein Kind psychisch kranker Eltern? Niemand? Joachim. Also, ein Elternteil sehe ich ja ein, aber das zweite, ist das so psychisch krank? Das wird so verallgemeinert, dass man verallgemeinert, dass wenn ein Elternteil nur beschissen dran ist, dann sagt man trotzdem so. Das ist halt. Ach so. Das ist ein Abrechnungsterminus bei der Kinder- und Jugendhilfe. Was kann ich denn jetzt dafür? So. Tschüss. Tschüss. Ich wollte gerade durch die scheiß Folge durchskippen, um zu gucken, was da eigentlich abging, damit ich irgendwas zu sagen habe. Und das Erste, was ich höre, ist, dass Deli mich als unfähig bezeichnet. Warum kein Bock mehr auf die Scheiße? Nächste Folge haben wir gespielt, obwohl Deli einen Ping von ungefähr einer Bazillion hatte. Das heißt, wir werden also, uns auf jeden Fall mördermäßig reinquatschen, weil für ihn natürlich alles ein, zwei Sekunden später kommt und so ein Shit. Oder für uns, ich hab's vergessen. Und ansonsten müsste es aber eigentlich okayisch sein, ne? Nur, dass das schon mal klar ist, Kinder. Und wie ihr sagt, zu der jetzigen Folge sage ich überhaupt nichts, weil beleidigt. Und mit beleidigt meine ich zu faul. Muss heute noch mit einem fertig werden. Sahnetörtchen hier.